Guten Morgen! Jetzt geht's für mich zum Flughafen, also erstmal zur Bahn und dann mit der Bahn nach Düsseldorf, auf nach Madeira. Und ich nehme euch mit, was ich so erleben werde. Jetzt hier erstmal einmal über die Straße rüber. Ja, mal gucken, was alles passieren wird. Viel Spaß beim Vlog! Auf Madeira angekommen, heißt es mit dem Shuttlebus zum Mietwagenverleih. Willkommen aus unserem Mietwagen. Am Steuer ist liebe Mareike, das hier Instagram. Auf dem Beifahrersitz der liebe Martin, das ist sein Instagram. Wir sind gerade gelandet in Funchal, haben unseren Mietwagen geholt und fahren jetzt aus dem Süden der Insel Madeira in den Norden zu unserem Airbnb. Dort treffen wir die anderen, die mit uns reisen. Essen dort ein bisschen und fahren dann wieder zurück, um den letzten Reisenden abzuholen, den lieben Kevin. Bevor es in den Norden geht zu unserem Airbnb, müssen wir noch einkaufen und wenigstens Essen für den allerersten Abend besorgen. Netterweise haben sich dann die anderen und Martin um das Essen gekümmert. Es gab Nudeln mit Pesto, das ist die Basic-Nahrung schlechthin. Nach dem Essen sind wir dann losgefahren und haben den Kevin nochmal abgeholt. Und das war dann quasi der erste Tag, die Ankunft. Wir kamen ungefähr wieder um 2 Uhr nachts an der Unterkunft an und sind dann alle schlafen gegangen. Und was uns die nächsten Tage so erwartet? Hier ein kleiner Sneak Peek. Während alle anderen ausschlafen wollten nach der Ankunft, hatte ich mir als Ziel gesetzt, früh morgens auszustehen und den Sonnenaufgang zu sehen, falls es ihn zu sehen gibt. Und ich wurde belohnt. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Zwar war es eine kurze Nacht, aber schaut es euch selber an. Dazu kam noch dann der liebe Kevin. Nach den ersten Aufnahmen am Morgen geht es nun mit dem Martin und mit der Steffi zum Bäcker, um Brötchen zu holen fürs Frühstück. Ja, versucht die Kurve noch zu kriegen. Ja, das ist.
Moin, der erste richtige Tag auf Madeira. Ich meine, es ist eine Roomtour. Ich zeige euch quasi, wie es hier draußen im Garten aussieht und wie es drin im Haus aussieht. Also, folgt mir, wie jetzt quasi der erste richtige Tag hier wird. Es ist Dienstag, let's go! Bevor es im Video weitergeht und wir zu einem Dorf fahren, um dort Fotos zu machen, stelle ich einmal die Models und die Fotografen vor. Hier, einmal die 6 Models, Maya, Alina, Vanessa, Johanna, Steffi und die Lea. Dann kommen wir einmal zu den Fotografen. Wir haben die liebe Julia, die alles ein bisschen organisiert hat, die Mareike, die Johanna, die gleichzeitig Model und auch Fotografin ist. Sie springt da halt ein in einem Fotojob für jemanden, der gerade krank geworden ist, kurz vor der Reise. Dann haben wir den lieben Kevin, den lieben Martin und wir haben mich.
Ein weiterer Tag auf Madeira und zuallererst ging es nach Fanal zum Zauberwald. WC ist das geil. Und da kannst du Schaukel, bitte. Da kannst du eine Schaukel. Aber diese Schaukel, diese Influencer-Schaukel. Die Influencer-Schaukel? Das sieht voll schön aus. Wow. Nach dem Zauberwald heißt es erstmal wieder nach Hause kommen, ein bisschen entspannen, ausruhen, bevor es weitergeht. Aber Waldbrand oder ist daneben? Merkt es euch, oh, da hinten ist Waldbrand oder so, das wird noch relevant. Ja, das sag ich doch, da brennt es. Hier, guck mal, da Waldbrand. Wo denn? Ich sag, scheiße, wenn der jetzt hier überkreist, wollen wir die Blinkzeit rufen. Für diesen Tag haben wir das Feuer dann komplett aus den Augen verloren und vergessen. Auf ging's zum Shoot. Sehr schön. Hallo. Ja, ich bin noch kurz. Hallo.
Und dann Wasser? Super. Super? Gute Erfrischung, für mich fresh. Willst du es nochmal machen? Ja. Okay. Auf jeden Fall, ohne zu zögern. Und bei dir, Maya? Wie war war's? Gut, hat Spaß gemacht. So are we, oh baby, so maybe you should leave with
Als wir fertig waren mit den Shootings in Zeigsaal bei den natürlichen Pools, hatten wir uns so entschlossen, dass Julia mit dem Model zurück zum Airbnb gefahren sind, um was zu essen, sich frisch zu machen und fertig zu machen für den Abend, weil der Plan war, hoch zum Berg zu gehen. Und Mareike, Kevin, Martin und ich sind dort geblieben in Zeigsaal, bis die anderen fertig waren, und dann wollten wir uns gemeinsam oben beim Berg treffen. Als wir vier dort geblieben sind, haben wir gemerkt, wie es am Horizont immer mehr gequalmt hat, immer mehr geraucht hat und die Waldbrände immer näher kamen. Zur selben Zeit haben wir dann irgendwann von den Models gehört, was eigentlich abgeht bei unserer Unterkunft, dass es dort brennt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt von einem Handyvideo, was sie gefilmt haben. Also ist dann der ganze Plan von dem Tag dann so ein bisschen ins Wasser oder ins Feuer gefallen. Wir haben alle unsere Sachen dort gepackt, weil es hat dort Asche geregnet, die Luft war so verraucht, einige Anwohner wurden von der Feuerwehr evakuiert. Also haben wir uns entschlossen, dort abzuhauen und uns eine neue Bleibe zu suchen. Die Mädels haben alles gepackt und wir haben uns dann gemeinsam mit denen dann in Funchal getroffen. Nach einem Einkauf ging es dann zu unserer neuen Unterkunft. Ist super, also Johanna ist auch. Ich bin Johanna und ich bin auch dabei. Jacke wieder drüber ziehen.
Auge halten. Heute war ich mit den Mädels mit. Gute Laune hier. Hallo. Der Edle. Ich hätte anders gefragt. Ich finde das Outfit jetzt gut. Welches? Ist ja gerade runter oder was? Schade. Ja, ich glaube, er geht auf die Straße. Achso. Dann sind Kevin, Martin und ich noch runtergegangen zum Hafen, zum Strand und sind ins Meer gegangen. Das war für mich das erste Mal auf Madeira im Wasser. Also sind hier wirklich keine Fälle? Nein, das ist nur das Leben an der Insel. Jo. Ja, das geht wirklich. Oh, das geht echt. Ja, ist schon kalt. Schon ja. Kalt. Ja! Na dann. Guck mal raus. Ja. Alter, das ist kalt. Tag 6, unser letzter gemeinsamer Tag als gesamte Gruppe. Es ging früh morgens los zu den Klippen ganz im Osten. Ja.
Nach den Klippen gab es eine kleine Stärkung am Auto und weiter ging es in den Nordosten der Insel. Aber top halt die Seite, da wurde alles im Hals. Zurück in Funchal haben wir gemeinsam einen letzten Abend im Restaurant verbracht. Nach dem Essen machten wir ein Gruppenfoto und dann hieß es Verabschiedung, denn Julia und die Models sind am nächsten Morgen geflogen und wir mussten uns am Abend schon verabschieden. Ausgeschlafen und erholt sind nur noch Mareike, Kevin, Martin und ich übrig, frühstücken gemeinsam und gehen dann in die Stadt. Im Café angekommen, haben wir uns alle ein Getränk geholt, was zu naschen und haben schon am PC einmal durch die Bilder geguckt, sie kopiert, gesichert oder schon manche bearbeitet.
Work-Life-Balance. Ja. Die haben wir hier jetzt gefunden, richtig? Danach ging es dann zum Airbnb, wo wir unsere letzte Nacht verbringen. Wir haben schon mal eingecheckt und geschaut, was für ein Ort das eigentlich ist, wo wir die letzte Nacht unterkommen. Das ist unser Zimmer. Voll geil. Das Badezimmer sieht auch schön aus. Ja, geht's auch an? Alter, was ist das? Ehrlich, gibt's nicht. Ja, gibt's auch nur diese Tür. Schön. Ja, wir haben eine gute Terrasse. Yay. Et voilà. Boah, ist nett hier. Oh, so ein cooles Dachshooting hätte man hier machen können. Im Anschluss haben wir uns den Botanischen Garten angeschaut. Ein wunderschöner Ort. Nicht nur zum Entspannen, auch perfekt für ein Shooting wäre es gewesen. Hätte man mehr Zeit gehabt, vielleicht für ein nächstes Mal. Vom Botanischen Garten aus ging es dann mit dem Auto hoch auf die Berge. Wir wollten noch einmal probieren, ob wir es hinbekommen, über den Wolken zu sein, damit wir coole Fotos hinbekommen. Leider hatten wir keine Wolken, dafür aber vielleicht ein bisschen Regen am Ende. Nach dem erfrischenden Regen sind wir zu einem Restaurant gegangen und haben den letzten Abend dort gemeinsam verbracht zu viert, haben was gegessen und sind dann zu unserem Airbnb gegangen. Einen wunderschönen guten Morgen vom letzten Tag auf Madeira. Wir sind früh aufgestanden, um mit dem Auto zu einer Klippe zu fahren, um Aufnahmen von uns gegenseitig zu machen beim Sonnenaufgang.
Nach den Aufnahmen am Morgen und im Sonnenaufgang haben wir dann zu Frühstück gegessen, haben ausgecheckt, sind dann zum Flughafen gefahren, haben erst Kevin weggebracht. Haben dann unser Auto weggebracht bei der Autovermietung. Danach wurden wir mit dem Shuttle von der Autovermietung zum Flughafen gebracht. Und erst ist der liebe Martin geflogen. Da geht er dahin, der liebe Martin. Und danach sind Mareike und ich nach Düsseldorf geflogen. Das war der Flug. Angekommen in Deutschland von 30 Grad auf Madeira zu 5 Grad in der Nacht in Düsseldorf. Mir ist arschkalt, aber es war eine super schöne Reise mit vielen tollen Erfahrungen, tollen Menschen. Es hat mich sehr gefreut und danke fürs Zuschauen. Über einen Kommentar, ein Like würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!